Ich heiße Simone Lauder und das ist meine Geschichte. Den Buddha, den habe ich bekommen von einem sehr, sehr guten Freund. Das war genau noch vor der Weltmeisterschaft 2007. Und der hat mir wirklich so viel Glück gebracht, ja, dass ich den bei jedem Spiel dabei habe, auch bei jeder schriftlichen Prüfung, die ich habe, ganz egal wo ich bin. Der ist absolut mein Glücksbringer. Ich komme aus Regensburg, bin da geboren. Da war ich ganz klein, ein kleines Pummelchen. Ja. Fast. Ach komm, Babyspeck ist immer ein bisschen dabei. Jetzt nicht mehr, aber den kriege ich schon irgendwann mal wieder. Nee, Prinzessin war ich nicht. Ballerina, ja. Ich bin mal mit meiner Schwester in so einen Ballerina-Kurs mit, aber das war nichts für mich. Da war ich lieber Fußball spielen mit meinen Kameraden und mit meinen Schulfreunden. Das ist meine Mom, da war sie noch sehr, sehr jung. Sie hat viel Leichtathletik gemacht bei Dynamo Bukarest damals. War da wirklich sehr engagiert, war auch sehr gut. Sie konnte ja auch wirklich stundenlang laufen. Da hat sie schon gesagt, also wenn ich dich laufen sehe auf dem Fußballfeld, dann muss ich irgendwie immer an mich denken, sagt sie. Buddha vermittelt auch ein bisschen Ruhe, Gelassenheit, aber immer noch mit dem Dreizack Entschlossenheit, bisschen Aggressivität. Und das kann man in allem verbinden, ob es jetzt im Sportlichen ist, im Beruflichen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der extra nach Bali reist oder sonst wohin, um vom Buddha zu beten, um Gottes Willen, nee. Aber den habe ich als Glücksbringer immer bei mir. Das ist meine Geschichte.